Chronicle Journal Club für diese Woche. Und das Bild im New England Journal ist hier gezeigt. Es geht um eine 84-jährige Frau, entwickelt diese Läsion am vierten Finger der rechten Hand. Und wenn man das einfach so betrachtet, würde man vielleicht denken, dies könnte ein pyogenes Granulom sein. Sporotrichose ist es wahrscheinlich nicht, weil es so vereinzelt ist und nur dieser eine Finger hier involviert ist und keine Entzündungszeichen irgendwo anders. Basaliom an der Hand halte ich ziemlich unwahrscheinlich. Furunkel, weiter sehen wir nicht. Und dies ist ein Merkel-Zell-Karzinom. Gibt zwei schlimme Hauttumoren, das maligne Melanom und Merkel-Zell-Karzinom. Und das Merkel-Zell-Karzinom ist assoziiert mit Polyomavirus. Und diese Dinger sind ziemlich aggressiv und müssen operiert werden und leider auch ziemlich großzügig. So hat sie auch ihren Finger verloren und axilläre Lymphknoten und hat trotzdem Metastasen. Und diese Tumoren sind nicht häufig, aber seit 2008 wissen wir, dass sie mit Polyomavirus assoziiert sind. Es geht hier um ältere Leute. Hier ist wieder ein Beispiel, sieht eigentlich genauso aus wie die Läsion an diesem Finger. Und histologisch kann man die auch färben und nachweisen, dass es mit Polyomavirus zu tun hat. UV-Strahlen spielen hier auch eine Rolle. Thema im New England Journal ist Mammakarzinom. Und das Screening-Verfahren, das angewendet wird, hier ist Mammographie. Die Schweizer sind skeptisch, dass Mammographie flächendeckend in deren Gesellschaft das Leben von Frauen verlängert. Aber gehen wir davon aus, dass es das tut. Die Anwendung von diesem Screening-Verfahren wird auch beeinflusst von den Frauen selber und selbst Hilfegruppen. Und es ist natürlich auch ein Politikum. Ein Problem mit Mammographie ist es, dass Mammographie weniger sensitiv ist bei Frauen mit sehr dichten Brüsten. Und sollten diese Frauen dann Untersuchungsverfahren unterzogen werden mit Kernspintomographie? Und das wissen wir nicht genau. Wir wissen, dass Frauen mit sehr dichten Brüsten ist das übliche Mammographieverfahren nicht so sensitiv. Vielleicht wären Kernspintomographen besser, um kleinere Tumoren zu finden oder in einem früheren Stadion. Dann ist auch die Frage, sind die Frauen davon geholfen, auch wenn man sie findet? Würden vielleicht manche dieser Läsionen von selber weggehen oder spielen sie keine Rolle? Und diese Fragen sind halt schwer zu beantworten. Und dann, wie bestimmt man die Dichte der Brüste? Und kann man das klinisch machen oder muss man dann eine Mammographie hier durchführen, um das festzustellen? Und es gibt eine Skala dafür. Und in dieser Studie, die wir uns angucken, sind Frauen randomisiert worden mit sehr dichten Brüsten nach dieser Volpara-Skala. Und der Gesetzgeber im Moment ist nicht vorgegeben, dass diese Frauen dann MR-Untersuchung unterzogen werden sollen. Aber man, wie ich das verstehe, muss man den Frauen mitteilen, dass sie dichte Brüste haben, wenn sie es von alleine nicht schon wissen. Gut. Dies ist eine bemerkenswerte holländische Studie. Und sie ist nicht einfach. Hier sind 40.000 Frauen identifiziert worden. Mit dichten Brüsten, die mit der üblichen Mammographieuntersuchung mutmaßlich nichts hatten. Also die waren Mammographie negativ. 40.000 von denen. Was man dann gemacht hat, ist, man hat die Frauen randomisiert, nach deren Erlaubnis natürlich. Und eine Gruppe wurde 2 Jahre später nochmal mammografisch untersucht. Und man hat geguckt, wie viele Tumoren sind in 2 Jahren hier aufgetaucht bei diesen Frauen mit diesen dichten Brüsten. Dann eine kleinere Gruppe,
hat man ein MRT, eine MRT-Untersuchung angeboten. 8000 Frauen hat man mit dichten Brüsten, hat man MRT-Untersuchungen angeboten. Aber etwa nur 5000 von diesen 8000 Frauen waren bereit, MRT-Untersuchungen unterzogen zu werden. 4783 genau gesagt. Und bei diesen 4783 Frauen hat man 79 Fälle von MR-detektierten Brustkrebs gefunden. Und dann 2 Jahre später sind alle nochmal durch Mammographieverfahren geschoben worden. Und die Frage ist, dann mit dem konventionellen Mammographieverfahren hat natürlich weniger Frauen in dieser Gruppe Brustkrebs, weil diese 79 schon gefunden worden waren im Vergleich zu dieser Gruppe. Das ist im Prinzip unterm Strich, was hierbei rausgekommen ist. Und die Frage, die wir beantworten sollen, ist es, lohnt es sich bei Frauen mit dichten Brüsten, die alle durch wenigstens ein MRT-Verfahren anzubieten? Und übrigens, dies war 3 Tesla MRT, nicht die übliche 1,2 Tesla MRT. Das heißt, die Krankenhäuser müssen sich alle aufrüsten mit 3 Tesla MRT, um diese Untersuchung nachmachen zu können. Gucken wir uns diese Frauen an, und die waren unterschiedlicher Ausbildung und wo sie herkamen. Dies war eine holländische Studie. Und ob sie in der Stadt wohnten oder auf dem Lande und so weiter, das ist alles hier angegeben. Und dann, was wir hier sehen, ist, dass tatsächlich in der Gruppe, wo MRT durchgeführt worden ist, nach 2 Jahren, waren da weniger mammographie-identifizierbaren Brustkrebse vorhanden, weil MRT auch manche gefunden hat. Im Vergleich zu der nur Mammographie-Gruppe, wo 161 Frauen dann tatsächlich von 32.000 dann tatsächlich nach 2 Jahren schon Krebs hatten mit diesen dichten Brüsten. Dann gucken wir uns an, was hat diese MRT-Untersuchung dann in Wirklichkeit gebracht? Und die positive Vorhersagekraft war 17%. Das heißt, dass viele Frauen hatten hier, oder 300 Stück, sind zur Biopsie geschickt worden, und nur 79 von diesen 300 Stück hatten tatsächlich Brustkrebs oder dieser intraduktale Brustkrebs, Mikrokalk, DCIS, wie das abgekürzt wird. Und diese Tumoren waren natürlich klein. Und sie hatten keine positive Lymphknoten. So hat man diese kleinen Tumoren gefunden. Und die Frage, die übrig bleibt bei diesen Frauen mit Volpara Stadion 4 Brustdichte: sind sie dadurch geholfen worden oder nicht? Und diese Studie kann natürlich das nicht beantworten. Das sind viel, und hier sind 40.000 Frauen untersucht worden mit dichten Brüsten. Dies zu beantworten wäre ein Mammutprojekt. Und bräuchte natürlich ein 3 Tesla MRT, um die Sensitivität zu haben, die in dieser Studie vorhanden war. So kann man dies hier grafisch angucken. Primärer Endpunkt. Tatsächlich, Mammographie hat manche Krebse in dieser Gruppe gefunden und hatte dann dieses spätere Nachweis von Krebs mit Mammographie dann halbiert im Vergleich zur Mammographie alleine. Aber von 40.000 Frauen ist die ganze Gruppe hier wirklich, sind Frauen insgesamt hier geholfen worden oder nicht? Und dass nämlich kleinere Tumoren, früherem Stadion, natürlich sind die dann Lymphknoten negativ, können alle froh sein, aber sind sie in Wirklichkeit geholfen oder nicht? Und das kann man nicht beantworten. Nächste Thema im New England Journal geht es um Status Epilepticus.
Jetzt, als ich im Studium war, waren dies überwiegend Patienten, die ihr Phenytoin nicht geschluckt haben oder Patienten, die alkoholsüchtig waren. Und dann hatten wir hier diese kleine Eselsbrücke, um Grand Mal Epilepsie zu identifizieren. Und diese Patienten kriegen heutzutage Lorazepam. Und wenn sie nach 30 Minuten immer noch krampfen, dann nennt man das Status Epilepticus. Ja, in der Studie hier sind diese Patienten hatten nicht alle Grand Mal Epilepsie. Manche waren auch vielleicht in Koma und ich bin nicht so sicher, dass sie Epilepsie hatten. Nämlich dies ist nicht eine enzephalographische Diagnose in dieser Studie. Also dies ist eine klinische Diagnose und diese Patienten sind dann zu drei unterschiedlichen Präparaten randomisiert worden. Piracetam, anderer Name in dieser Studie, ist eines. Phenytoin oder eine Vorstufe von Phenytoin. Dieses Phenytoin ist in den 30er Jahren eingeführt worden und hat Epilepsiebehandlung radikal verbessert. Phenobarbital gab es damals auch. Und dann Valproinsäure, was eigentlich als Lösungsmittel eingeführt worden ist. Und dann hat man herausgefunden, dass dieses Lösungsmittel auch Natrium- und Calciumkanäle blockiert und vielleicht Leute mit Epilepsie hilft. So sind die Leute mit Status Epilepticus zu diesen drei Präparaten hier randomisiert worden. Hat mich interessiert, so gucken wir das an, welche Patienten für hier in Frage kommen. Und das Spektrum von Patienten mit Grand Mal Epilepsie hat sich natürlich geändert seit 1968. Also sind nicht lauter Alkoholiker oder Leute, die ihren Phenytoin nicht geschluckt haben, in dieser Studie eingeschlossen. Es waren andere Patienten. Und Ausschlusskriterien sind auch gegeben. Und hier sind die Patienten, es sind 384 randomisiert worden. Und was wir hier gleich erkennen können, in dieser Tabelle können wir einfach uns angucken, keine Sternchen, so ist wahrscheinlich in dieser Studie nichts dramatisch, schon dramatisch etwas passiert, aber die Behandlungsmethoden waren alle gleich. Und auch für sekundäre Endergebnisse, Intensivstationen, Aufenthalt und wie lange sie im Krankenhaus war und so weiter, das war auch alles nicht unterschiedlich und alle drei Präparate waren ungefähr gleich. Und haben ungefähr die Hälfte der Patienten mit Status Epilepticus zur Ruhe gebracht. Und die, wo es nicht funktioniert haben, haben dann ein zusätzliches Präparat bekommen. Und das ist ungefähr unterm Strich, was dabei rauskam. Also diese drei Präparate waren alle ähnlich in ihrer Wirksamkeit. Und diese Nebenwirkung, Purple Glove Syndrome, der lila Handschuh sind, das lila Handschuh-Syndrom, noch nie gehört, musste nachschlagen. Dies ist eine Nebenwirkung von Phenytoin, wenn es infundiert wird. Ich weiß nicht, ob es hier infiltriert oder nicht, aber vielleicht ist das der Fall. Also das ist Gott sei Dank nicht aufgetreten in dieser Studie. Okay. Schlimme Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen zwischen diesen drei Präparaten war auch nicht unterschiedlich. So hat man diese drei Präparate zur Verfügung und dann kann man sein Lieblingspräparat hier aussuchen. Nächstes Thema ist Neuromyelitis optica Spektrum, was nicht nur den Sehnerv betrifft, aber auch Rückenmark und andere Teile des zentralen Nervensystems betreffen kann. Diese Leute, überwiegend Frauen, erblinden natürlich und das will man nicht haben. Und wenn man die Retina untersucht, dann sieht man, was diese Entzündung hier sieht aus. Es ist Papillenödem, aber es ist nicht durch Hirndruck induziert. Und es ist nicht durch Hochdruck induziert, weil wir hier keine Flammenblutungen und ähnliches sehen. Jetzt Patienten, die dies haben, ungefähr zwei Drittel haben auch Antikörper gegen ein Wasserkanal Aquaporin 4. Und man weiß nicht warum und man weiß auch nicht, was die pathogenetische Bedeutung von diesen Antikörpern gegen Aquaporin 4 beinhaltet. Aber in dieser Studie hat man sich mit einem Präparat beschäftigt, um Entzündung zu bremsen. Und das ist Satralizumab.
das an den IL-6-Rezeptor bindet und Übertragung durch Agonist hier dadurch unterbindet, sodass Entzündung gebremst ist und natürlich Abwehrkräfte gegen Bakterien und Ähnliches ist natürlich auch entsprechend gebremst. Jetzt in dieser Studie mit diesen Patienten mit Neuromyelitis Optica Spectrum hatten 2/3 Antikörper gegen Aquaporin 4. Und was wir hier sehen können, ist tatsächlich positives Ergebnis, Freiheit von Rückfall, besser in der Antikörpergruppe im Vergleich zu Placebo. Und in der Gruppe, die diesen Antikörper bekommen haben, die zufälligerweise auch Antikörper gegen Aquaporin 4, war diese Strategie besonders wirksam. Und bei Patienten, die diese Antikörper nicht hatten gegen Aquaporin 4, hat das nicht geholfen. Jetzt die Patientenzahl in dieser Abbildung sind zu klein, um große statistische Folgerungen hier schließen zu können. Aber immerhin sieht so aus, als wäre diese antientzündliche Behandlung besonders wirksam bei Menschen, die Antikörper bilden gegen Aquaporin 4. Und Nebenwirkungen, ja, Infektion, das ist natürlich ein Risiko in der Antikörpergruppe im Vergleich zu der Placebo-Gruppe, aber Erblindung wollen wir auch nicht haben. Nächstes Thema im New England Journal ist Lungenembolus. Und das hat, die Diagnostik von Lungenembolus hat sich natürlich dramatisch verbessert in den letzten Jahren durch schnellen CT, um diese Embolie in Lungenarterien zu identifizieren. Natürlich ziemlich viel Bestrahlung mit diesem CT und aufwendig und Kosten und so weiter. Zusätzlich dazu haben wir Bruchteile von Fibrin, sogenannte Dedimere. Und diese Dedimere können jetzt bestimmt werden und wenn Leute Thromben haben, dann würden wir erwarten, dass deren Fibrin zerschnitten wird durch Plasmin und dass sie Dedimere haben. Und dann haben wir jetzt klinische Skalen, wo wir die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch tatsächlich Thrombophlebitis hat und deshalb vielleicht Kandidat ist für Lungenembolus, wenn wir Anamnese und körperliche Untersuchungen einfach durchführen, Fraktur, Bettlägerigkeit, Bluthusten, unterliegende Krebserkrankung, dies ist keine Raketenwissenschaft, körperliche Untersuchung und Anamnese. Aber immerhin, wenn man das mit einbezieht und dann Dedimere auch bestimmt, dann kann man die Wahrscheinlichkeit, dass CT positiv oder negativ ist, einigermaßen gut einschätzen. Das wurde in dieser Studie auch getestet, wo man Patienten mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit durch die klinischen Kriterien, durch diese Well-Skala, die ich Ihnen gezeigt habe, kombiniert wird mit Dedimere unter 500 oder unter 1000. Und dann kann man niedrige klinische Wahrscheinlichkeit mit moderater klinischer Wahrscheinlichkeit vergleichen. Und bei den Patienten, die eine hohe Dedimere haben oder 1000 Dimere haben und eine hohe klinische Wahrscheinlichkeit, die gehen natürlich alle zum CT. Und das ist dann hier auch gezeigt. Hohe Wahrscheinlichkeit, CT. Dedimere über 500, aber hohe klinische Wahrscheinlichkeit, CT. Patienten mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, hohe Dedimere, die gehen auch zum CT. Aber die sämtlichen Leute, die nicht dieses Bild haben, schicken wir nach Hause. Und dann gucken wir nach 3 Monaten, um zu sehen, wie viele Lungenembolien sind tatsächlich passiert bei den Patienten, wo wir das Risiko eingegangen sind, die nach Hause zu schicken. Und was wir lernen hier von diesen Tabellen ist, mit dieser klinisch und Dedimer bezogene Methode können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Leute in Ruhe nach Hause schicken, weil das Auftreten von Lungenembolus 3 Monate später sehr gering war. So kann man den Patienten diese CT-Untersuchung und den Kostentragenden dies ersparen. So behaupten die Kanadier. Dann Review, Übersichtsartikel. Was machen wir? Und eigentlich kam dies in unserer Klinik auch ziemlich häufig vor. Was machen wir bei älteren Menschen?
man sieht durch Zufall, dass die eine Million Plättchen haben. Das nennt man Thrombozytämie. Und sollen diese Leute ASS kriegen? Sollen die Gentests unterzogen werden, um zu sehen, ob sie eine JAK2-Mutation haben oder eine Calreticulin-Mutation haben, wo sie dann ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie myeloproliferative Störungen oder myelodysplastische Syndrom entwickeln? Reicht da niedrig dosiertes ASS aus? Sollen wir die Leute mit Hydroxyurea behandeln, um ihre Plättchenzahl zu senken? Ist das sinnvoll? Und wer kriegt Leukämie? Und das wird hier diskutiert. Und im Prinzip unterm Strich, niedrig dosiertes ASS ist sinnvoll. Und dann, wenn wir eine Knochenmarksuntersuchung machen und sowas sehen oder vielleicht sowas sehen, dann können wir uns überlegen, JAK2-Mutation oder auch Breakpoint Cluster Region, Abelson, Tyrosinkinase, Translokation, wer kriegt chronische myologische Leukämie, dann kann man das dann einschätzen mit diesem Verfahren. Aber im Prinzip niedrig dosiertes ASS, gerade wenn Sie noch Kreislaufrisiko haben und so weiter. Gute Übersicht über dieses Thema, was eigentlich gar nicht so unhäufig war. Dann soll, ich liebe diesen Titel, als wären die armen Krebspatienten auf eine Urlaubsreise. Journey through Cancer. Und was man hier machen kann, ist, man kann die Patienten sequenzieren und man kann auch die Tumoren sequenzieren. Und denn die Mutationen, die auftauchen in den Tumoren, die die Patienten in ihrer Keimbahn nicht haben, sind wahrscheinlich neue. Okay. Und hilft mir das? Na, die Leute, die dies machen, sind hochbegeistert. Nämlich sie denken, sie können dadurch eher prognostisch und therapeutische Ansatzpunkte haben. Und es ist in der Tat so, dass den Genom zu sequenzieren kostet ein Tausender. Aber das ist nicht, was die Krankenkassen dafür bezahlen müssen. Oder die Patienten selber in den USA. Und dann soll man diese Tumoren während dieser Krebsreise regelmäßig durchrattern mit Sequenzierungsverfahren. Und was man dann sieht, man kann durch diese Mutationen feststellen, wer geraucht hat oder nicht. Aber da brauche ich nur in die Tasche zu gucken, ob sie rauchen oder nicht. Und na gut, ich will hier nicht dagegen stimmen. Der Diskutant hier ist begeistert. Und wir haben ja diese Sachen schon angeguckt. Es gibt eine Studie in Großbritannien, Leute mit nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen, die werden jedes Mal, wenn eine Metastase auftaucht, wird diese Metastase wieder durchsequenziert, um zu sehen, welche neue Mutationen sind hier erschienen. Viele. Sind die Leute dadurch geholfen? Schauen wir mal. Das ist die, man hofft, dass Pharmakogenomik hier dann einzuschalten ist, so dass die personalisierte Präzisionsmedizin zum Vorschein kommt. Dann dieses arme Kind mit angeborener Syphilis ist behandelt worden und es ging dann besser. Periostitis vom Schienenbein. Interessante Abbildung. Dann, dieses Krankheitsbild kenne ich. Man muss wahrscheinlich ein älterer Doktor sein, das zu kennen. Früher hatten wir, es kam vor, dass Patientinnen, die Gonorrhoe hatten, die vielleicht nicht richtig behandelt worden waren, Beckenentzündungskrankheit, Pelvic Inflammatory Disease. Wenn sich das im Peritoneum verbreitet, können die auch, die kriegen dann im Prinzip so ein Gallenblasensyndrom, Schmerzen im rechten Oberquadranten. Und man guckt sich das dann chirurgisch an und die Gallenblase sieht eigentlich normal aus, aber man sieht diese Adhäsionen zwischen Leber und Zwerchfell. Und das kann man dann sehen und das ist dann verursacht dann Schmerzen im rechten Oberquadranten und Schulterschmerzen. Dies ist beschrieben worden in den 30er Jahren von zwei Klinikern, Herrn Fitzhugh und Herrn Curtis, und heißt Fitzhugh-Curtis-Syndrom. Da muss man wahrscheinlich ein älterer amerikanischer Arzt sein, das schon mal gehört zu haben. Mittlerweile kann man das auch mit Bildgebung diagnostizieren, sodass man diese Leute nicht alle zum Gallenblasen-OP schickt. Und dann kann man das mit diesem CT, diese Verdichtung dann hier sehen.
also Fitzhugh-Curtis-Syndrom. Gut. Dann der Fall im New England Journal ist auch, dieses echt bemerkenswert. Kommt ein Kleinkind in die Notaufnahme wegen Kurzatmigkeit und geht ihm schlecht, hat ein HB von unter 3, hat ein Hämatokrit von 9% und 30.000 Leukozyten. Na, da kann man sich schon vorstellen, was das sein muss. Hat einen dritten Herzton, bin ich auch nicht verwundert, und atmet 44 Mal pro Minute, aber hat eine Sättigung von 100%. Hat Kaffee-Olé-Makulen-Flecken und hat Sommersprossen im Inguinalbereich. Das stellt die Diagnose. Das werden Sie sehen. Dieses LDH gefällt mir auch überhaupt nicht. Aber im Prinzip, dieses Kind muss ja Leukämie haben. Und Retikulozyten 1% mit einem HB von 2,2 und Hämatokrit von 7. Okay. Sieht ein bisschen aus nach Herzinsuffizienz, obwohl mit diesem AP-Bild bei diesem Kleinkind ist es schwer festzustellen. Im EKG sehen wir Rechtschenkelblock. R'-Welle ist höher als R und der terminale Vektor ist rechts und nach vorne. Und echokardiografisch sehen wir hier auch, dass dieses Kleinkind hat einen offenen Foramen ovale und hat einen Shunt. Kann man uns auch vorstellen, warum das der Fall ist. Dann wird das hier diskutiert und unser Experte, dieses systolische Geräusch wurde am Anfang eigentlich nicht beschrieben, aber das ist wahrscheinlich erhöhter Fluss über die Pulmonalklappe, sagt der Experte, Volumenexpansion hier durchzuführen, könnte eine schlechte Idee sein, stimme ich zu. Transfusion, sehr gute Idee bei einem HB von unter 3. Sauerstoff, sagt der Diskutant, wäre indiziert. Ich halte es für sinnlos. Das Kind ist ja sowieso schon 100% gesättigt und die Menge an Sauerstoff, die im Plasma aufgelöst wird, ist trivial. Was ist es? Und es ist natürlich, muss eine Leukämie sein, aber mit diesen Kaffee-Olé-Flecken und mit Sommersprossen im Inguinalbereich muss dies Neurofibromatose Typ 1 sein. Da holen wir mal die Eltern rein und gucken die an. Ja, die sind nicht vorhanden. Das Kind wird hochgezogen von der Tante. Okay, hilft nicht allzu sehr. Wo sind die Eltern? Weiß man nicht genau. Hat das Kind Leash-Knöllchen? Da muss man eine Spaltlampe haben, um das festzustellen. Die waren nicht da. Aber sonst Sommersprossen im Inguinalbereich oder unterm Arm und Kaffee-Olé-Flecken. Und dann wie viele? Wenn es einer ist, dann hilft mir das nicht sehr. Aber wenn es 6 Stück sind, dann also Knochenmark. Hier ist der periphere Blutabstrich. Gut, sehen wir in der Notaufnahme. Sehen wir, okay, sieht aus wie Leukämie und dies ist eine akute myologische Leukämie. Und in diesem Alter sollte das nicht sein. Aber bei Neurofibromatose wissen wir, dass es diese Assoziation gibt. Sind da Mutationen da? Dann müssen wir eine Sequenzierung. Und da sind Mutationen da. Inklusive Mutationen in Neurofibromin 1. Das NF1-Syndrom verursacht. Und die einzige Behandlung, die man hier durchführen kann, ist allogene Knochenmarkstransplantation. Und die Milz ist rausgenommen, sodass die Transfusionsmenge, die hier transplantiert werden muss, vielleicht ein bisschen geringer ist. Also das ist anscheinend Routine bei diesem Problem. Und ich erlaube mir, Ihnen ein paar Kaffee-Olé-Flecken zu zeigen. Und auch axilläre Sommersprossen. Und außer man hebt den Arm in der Sonne, sollten da keine Sommersprossen sein. Und man muss mehrere Kaffee-Olé-Flecken sein. Da kann man sie auch, die Kaffee-Olé-Flecken-Eigenschaften, ob sie eher mit McEwen-Albright-Syndrom einpassen, zusammenpassen oder mit Neurofibromatose, das können Sie selber dann nachschlagen. Dann in Lancet. Die erste Studie bei Menschen mit
Osteoarthritis der Hände, darf man denen 10 Milligramm Prednison anbieten für 8 Wochen und sind sie dadurch geholfen oder soll man die einfach wegschicken oder nur mit nichtsteroidalen Antiphlogistika behandeln? Und dieses Osteoarthritis ist in den distalen Fingerknochen, der da und die da, nicht die da, wo Rheumatoidarthritis vorkommt. Und gucken wir uns die Patienten an, ziemlich schlank, Body Mass Index niedrig und die haben halt Osteoarthritis der Finger. Und die Prednisolongruppe für 6 Wochen, die wird besser. Und wenn das dann reduziert wird, werden sie wieder schlechter. Und Skala nach Schmerzen wird auch besser. Und Nebenwirkungen waren keine. So kann man das den Leuten vielleicht für 6 Wochen, 8 Wochen anbieten, bevor Nebenwirkungen auftreten. Das dazu. Dann nächste Studie. Es geht hier um Tricuspidalinsuffizienz. Jetzt nicht durch Endokarditis induziert durch Drogenspritzen und auch nicht durch massiven Lungenembolus. Feld, Wald und Wiesen Tricuspidalinsuffizienz. Immer noch primär tritt das auf bei Patienten, die auf der linken Seite des Herzens Probleme haben. Mitralinsuffizienz würden wir ja mit Mitra-Clips behandeln. Sollte man die Tricuspidalklappe auch klippen? Und das wurde hier in dieser nicht randomisierten Studie getestet. Kann man die Tricuspidalklappe auch klippen und werden die Leute dadurch besser? Hat mich interessiert, welche Patienten hier ausgewählt worden sind. Nicht die mit Endokarditis und nicht die mit großem Lungenembolus. Und gucken wir uns diese Leute hier mal an. Keine Kontrollgruppe in dieser Studie. Und dann ist die Frage, sind die Leute dadurch geholfen? Und wird die Regurgitation geringer? Und ist die Vena cava dann weniger groß? Und sind symptomatisch besser und ähnliches? Und wenn wir uns dieses... verdammt nochmal. Hier geht weiter. Wenn wir uns dies angucken, scheint gerade bei den Leuten mit massiver Tricuspidalinsuffizienz, die werden vielleicht ein bisschen besser. Gut. Und diese Statistik hier ist signifikant, weil wir die Leute sind immer ihre eigene Kontrollgruppe. Dies ist wieder Varianzanalyse mit wiederholten Bestimmungen. Nämlich die Variabilität hier unter diesen Patienten ist ja enorm. Aber die Autoren behalten, sie werden ein bisschen besser. EDA ist jetzt anwesend. EDA, es geht um Tricuspidalinsuffizienz. Kannst dir das Paper dann selber aussuchen. Die Leute hier behaupten, dass die Tricuspidalklappe kann man auch klippen und dass die Patienten davon profitieren. Dann geht es in Lancet um nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Diese Leute sind übergewichtig, meistens massiv. Sie haben Prädiabetes so genannt oder Typ-2-Diabetes. Und außer Magen-Bypass-Operation oder FGF21-Agonisten, das haben wir auch schon hier gesehen, kann man denen irgendeine Behandlung anbieten. Und das der neueste Renner, dies wusste alles nichts, aber es gibt 2 Sorten von Schilddrüsenhormonrezeptor, Thyroid-Hormone-Receptors. Es gibt einen Rezeptor A und einen Rezeptor B. Und die werden auch kodiert von 2 unterschiedlichen Genen, eine auf Chromosom 17 und eine auf Chromosom 3. Und es geht hier um Rezeptor B. Und Rezeptor B hat anscheinend andere Aufgaben als Rezeptor A und spielt bei Fettleber und Fettstoffwechsel eine wesentliche Rolle. Und es gibt jetzt einen Agonist für den Rezeptor B, Resmetirom. Keine Ahnung, ist noch nicht mal in Wikipedia, es ist so neu. Dies ist von der Firma hier veröffentlicht und hier ist die Struktur, die wissen wir jetzt. Und die Leute hier sind randomisiert mit nicht-alkoholischer Fettleber zu diesem Schilddrüsen-B-Rezeptor, Agonist oder zu Placebo. Und hier sind die Patienten und dieser Zustand ist ziemlich häufig und
Manche dieser Leute kriegen dann progressive Lebererkrankung und manche sogar Zirrhose, und darum hätte man gerne das vorgebeugt. Und es ist hier eine 1:2 Randomisierung. Und man zeigt ja immer die schönsten Bilder, aber im MRT nach 36 Wochen scheint das Fett tatsächlich weniger zu werden. Und dann hat man auch das weiter ausgewertet mit diesen MRT-Untersuchungen, und Fettleber ist in der behandelten Gruppe rückläufig gewesen. Man hat sie auch bioptiert. Hier ist die Anzahl an Patienten, die mindestens 30% Reduktion hatten in ihrem Leber, in ihren Fettlebern. Das könnte man auch bei diesen französischen Gänse anwenden, die da mit Fett gefüttert werden. Vergessen Sie das. Und dann sind auch Patienten, hier sind die LDL, HDL und Triglyceridwerte, die werden auch besser. Das ist ja bewünschenswert. Und dann, manche Patienten sind auch bioptiert worden. Und Fettmenge in der Biopsie ist auch besser geworden. Also dies ist von Interesse. Und dies ist vielleicht eine adäquate Behandlung für Patienten mit nicht alkoholischer Fettleber. Und die Nebenwirkungen, schwergradige Nebenwirkungen, eigentlich nicht. Und eigentlich scheinen da keine wesentlichen Nebenwirkungen zu sein. Placebo hatte schlimmere Leberenzyme als Verumgruppe. Da Enzyme sind ja besser geworden in der Verumgruppe. Also das ist möglich. Jetzt der Review in Lancet, da geht es um Muskeldystrophie, was ja im Hause ein wichtiges Thema ist. Und Limb-Girdle Muscular Dystrophy ist Gliedergürtelmuskeldystrophie, und unterschiedliche Genorte und Dystrophin katastrophal, X-gekoppelt, Jungs wird progressiv und furchtbar. Die Becker-Dystrophie ist nicht ganz so schlimm, gleiche Protein hier involviert. Die Verbindung zwischen Laminin und Muskelfaser und dann diese unterschiedliche Form von Limb-Girdle Muscular Dystrophy und Dysferlin taucht hier auch auf. Das ist ein großes Thema im Hause, und die Muskelbiopsien, wichtige Übersichtsarbeit von Skelettmuskelerkrankungen, die genetisch bedingt sind, und die MRT-Untersuchungen, die hier durchgeführt werden können, um den Verlauf dieser Muskeldystrophie zu dokumentieren. Und kommt darauf an, um was es hier geht, aber da wir keine Behandlung haben für diese Zustände, werden diese Leute natürlich über der Zeit schlechter. Kommt darauf an, was für eine Mutation sie haben und was für eine Dystrophie sie haben. Sind da Behandlungen? Müssen wir Frau Spuler fragen. Aber ich glaube eher, sind diese Behandlungen sicherlich nicht adäquat und wahrscheinlich nicht hilfreich. Dann diese Patientin. 68-jährige Frau kommt rein mit Hüftschmerzen. Wir erfahren, dass sie Bestrahlung unterzogen worden ist. Von außen Bestrahlungstherapie. Und wir wissen, dass das aseptische Nekrose der Hüfte auslösen kann. Das war der Gag in diesem Fallbericht. Dann im New England Journal, dies hat mich auch beschäftigt, dies ist eine 57-jährige Frau, hat diesen Gesichtsausschlag. Nicht alle jetzt Lupus erythematodes auswählen. Hier sehen wir diesen Ausschlag. Rosatia würde mir auch einfallen. Aber Rosatia des Ellenbogen oder im hinteren Bereich oder hier an der Brust. Nicht, dass ich wüsste. Und dann erfahren wir, dass diese Frau 42 Jahre schwer geraucht hat und kriegt unterschiedliche Medikamente, die ihr uns eigentlich nicht weiterhelfen. Hustet auch. Wäre vielleicht wenigstens eine Untersuchung, ein Röntgen-Thorax-Bild wert. Leukozytose und Neutrophilen erhöht. Und sonst war da nichts im Blutbild. Also nichts zu vereinbaren mit Lupus erythematodes. Urinsediment auch okay.
Was sollen wir auswählen, wenn dies jetzt eine Examfrage ist? Seborrheische Dermatitis, das ist es nicht. Jetzt zwischen Rosacea und Lupus erythematodes, Rosacea des Hinterns? Nee. Dermatomyositis ohne Muskelbeschwerden, aber schweres Rauchen. Treffer, muss es sein. Nämlich es gibt eine Dermatomyositis, die als paraneoplastisches Syndrom bekannt ist. Und hier geht es mehr Dermato und weniger Myositis. Gibt auch einen Ausdruck dafür, amyopathische Dermatomyositis. Gucken wir uns die mal an. Und dann machen wir mal eine Diagnostik. Und was könnte es sein? Und dann können wir diese ekelhaften Lymphknoten hier auch noch biopsieren, die hier im CT, im PET-MRT, PET-CTs zu sehen sind. Und dann können wir die Diagnose von kleinzelligen Lungenkarzinomen hier feststellen. Und die Prognose ist entsprechend. Das war genug für diese Woche. Kommen Sie nächste Woche wieder und die Spannung geht weiter. Herzlichen Dank, dass Sie mir